Hallo, meine Damen und Herren und nicht Herren und Damen, sondern Menschen, die sich nicht entscheiden können oder so. Ich will niemanden benachteiligen, Mann. Das muss hier alles Political Correctness sein. Und damit willkommen zu meiner Rotonen-Folge. Nichts. Einfach nichts, ne? Das ist mein Freund, der Ventilator, denn er geht wieder in Einsatz, dann ist es wieder 100 Milliarden 30 Grad, bam, und das ist schrecklich, jahu. Oh, Pepe, was machst du denn hier? Hey, Leute, das ist Pepe. Aus World of Warcraft. Ja, World of Warcraft. Das ist kein übles, schlechtes Product-Placement, sondern heute Abend streamen ja alle YouTuber auf dieser Welt. Ja, alle YouTuber dieser Welt streamen auf einmal auch dann WoW und fangen es wieder an zu spielen, so wie man das so in meiner TL liest. Irgendwie sind alle hyped, weil Legion ja heute erscheint, ne? Um, keine Ahnung, von Montag auf Dienstagnacht. So, ich will natürlich Mainstream sein und das auch machen, ne? Allerdings werde ich bei Rocket in Hamburg sein und vor Ort von Rocket aus den Rocket-Studios zusammen mit denen eine Gruppe machen und dort streamen und von dort aus spielen. Ich werde da sein von jetzt Montag Nachmittag Abend bis Donnerstag Vormittag oder so. Und wir werden probieren, den ersten Tag jetzt, von wenn es Dienstagabend losgeht, ne, vielleicht werfe ich den Stream auch schon vorher an, bis Montag 24 Uhr oder so durchzuhalten. Das heißt, wir werden versuchen, am ersten Streamtag 24 Stunden zu streamen. Die Betonung liegt auf, wir werden es versuchen. Ne? Bei den alten Männern da, ne, weiß man nie. Allein Flo, der muss eigentlich rechtzeitig ins Bett als Rentner. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach dabei sein wollt, wenn ihr ja zusehen will, einfach nur zuhören, wie wir vielleicht labern, wenn euch das Spiel nicht interessiert. Ne? Vielleicht gibt es ja Leute, die einfach nur gerne zuhören möchten über das, was wir so erzählen, reden, talken. Denn ich bin auch mal so ein Mensch, der meistens einfach Leuten zuhört bei Twitch und nicht mal das Spiel verfolgt. Bin komisch. Aber gibt es ja auch genug andere von. Oder ihr mögt das Spiel und guckt einfach so zu. Keine Ahnung, ihr seid herzlich eingeladen. Ihr müsst einfach nur, ja, da sein. Ich werde vorher auf Twitter das nochmal ankündigen und so. Wie immer, ne? Entweder folgt ihr mir da oder ihr folgt mir direkt auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr dort einen Twitch-Account habt, könnt ihr mir direkt dort folgen. Und dann seht ihr, wenn ich online gehe. Das zu diesem krassen Vlog-Info-Video. Wir haben hier noch eine Loot-Chest. Die will ich nebenbei noch auspacken. Da haben wir heute wenigstens mal was gesehen hier in dem Video, ne? Was gesehen? Ich bin selber gespannt, was da drin ist. Loot-Chest. Alter, da wird ein Let's Player gefeatured. Und zwar der Feature-Channel ist RioCard. Hallo zusammen, mein Name ist Björn. Und mittlerweile bin ich seit fast 5 Jahren auf YouTube als RioCard. Juckt kein Junge! Das juckt doch kein Mann! Ich mach Minecraft! Junge! Ne? Nein, RioCard ist in meinem Netzwerk und spielt sowas wie World of Warships und World of Tanks. Und ich kann euch den wirklich ans Herz legen, weil ich selber da oft reinschaue. Aber das will ich nicht, will jetzt keine Werbung machen, das ist mir gerade nur eingefallen, weil ich das gesehen habe. Wir haben Magic Gum. Magic Gum, 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 Magic Gum. Das will ich Ari geben. Die mag das. Die mag sowas, Mann. Und ein Schweißband von Zelda. Ein Zelda. Ein. Wie rum muss ich das halten? So rum? Es stellt eh nicht auf einen Zelda-Schweißband, Mann. Wozu bräuchte ich das denn? Ich schwitze. Doch, ich schwitze auch beim Sitzen. Stimmt. Was soll das sein? Eine Dose. Was ist, soll da. So schwer zu öffnen. Was ist da drin? Ein Kugelschreiber. Oh mein Gott. Das ist voll nett. Da ist so eine Batman gegen Superman-Schatulle, ne? Und da ist dann ein Batman gegen Superman epischer Kugelschreiber. Ist das ein Kugelschreiber? Weiß ich gar nicht. Oder ein Radiergummi? Irgendwie sowas, Mann. Ich weiß es nicht. Das ist zu viel für mein Herz. Oh, und ein T-Shirt. Und ein T-Shirt, und ein T-Shirt, und ein T-Shirt in Zirkusgröße. In Zirkusgröße. In Größe Zirkuszelt. Sag ich jedes Mal. Denselben scheiß Witz. Immer und immer wieder. Wie gehen die Witze aus? Sieht man das? Sieht man das? Das ist ein Pokéball. Das ist ein Pokémon-T-Shirt. Das ist ein Pokéball in Rot. Also so ein runder Kreis mit so ein Taubsi, ein Ash und Pikachu und so. Also es ist ein Pokémon-T-Shirt. So, ein Pokémon-T-Shirt. Dann eine Call of Duty-Pop-Figur. Captain John Price.
Captain John Price ist das als Popfigur. Gigi, VP, NP, was haben wir hier noch? Das brandneue Marvel Universe. Gratis Leseprobe. Ah, ein Comic. Also so quasi eine Leseprobe. Ne? Ist nur eine Leseprobe. So, ich hoffe, du hast genug gelesen. Das reicht jetzt aber auch hier, ne? Wollt euch nicht das ganze Ding hier vorlesen lassen, ne? Wenn ihr nicht... Oh, shit. Nicht unterfallen. Oh, oh. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Poster. Müsste ein Poster sein. Wenn ich es rausbekommen könnte mit meinen dicken Händen. So. Aber was für ein Poster ist denn das? Wahrscheinlich ein Suicide Squad Poster, so wie ich das richtig sehe. Das ist es. Großes Poster. Sehr großes Poster. Ich verkünde, laut Paragraph 1024 müsst ihr mir euer Geld geben. Das war auch schon dieses kleine Vlog-Info-Video-Gedöns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, hattet ihr keinen Spaß. Juckt mich nicht. Und bis dann, danke fürs Zusehen. Ich liebe dich.